Super Heavies. Den ist sozusagen der extremste Super Heavy, der halt. Okay, Rematch. Der halt irgendwann. Der halt in vielen Level an sich ziemlich hoch ist, aber dann auf einmal peak und drop. Ich würde so sagen, Low Level, vor allem halt Mid-Level. Es ist so ein Charakter, der unglaublich. Der von der Stärke bei Mid-Level peak, würde ich sagen. Und dann so, wenn es langsam ans High-Level und vor allem Top-Level kommt, wird der ziemlich low hier. Aber. Wenn man nicht im Top-Tier ist, ist es Deli auf jeden Fall eine sehr gute Wahl, würde ich sagen. So, ich hoffe mal, dass das jetzt so ein. Dass Gloria jetzt durch die Confidence, dass sie eben so lange ausgehalten hat, jetzt auch mal jetzt direkt von Anfang an so stark spielt und die dann fertig macht. Bin mal gespannt. Ob da dieser psychologische Effekt da mit reinwirkt. Das kann ich mir eventuell vorstellen. Die Frage ist halt, ob Koka und. Oh, aber. Wunderschön. Protected. Richtig gut. Oha. Ist eigentlich Team Damage an? Team Damage ist auf jeden Fall an. Okay. Das haben wir einige Mal teilweise gesehen, dass da die Charakter, dass da Verbindung hier angegriffen worden. Oh, was ist da mit Koka passiert? Warum gut echt? Ich war mir nicht sicher, ob die gleichzeitig getroffen wurden. Wie nennt man dieses Spike-Projektil, das DDD schießt? Ich glaube, das heißt wirklich einfach Spike. Okay. Oh, da den. Dem Zug ausgewichen. Der hätte gesuckt, wenn er davon gesuckt wäre. Die wunderschöne Ladder-Grabbe gerade von Kom. Oh mein wow. Gott! 76% einfach wow. Mit dem Schwanz draufgeklatscht, wie ein Wahnsinniger. Professional Commentary, ja. Ja. Ich meine, es war wahr. Wow. Zur Zeit sehr ausgeglichen und ich kann es nur. Oh mein oh. Gott! Wow! Der Teamkill. Die Hitbox-Extension hat wohl, glaube ich, da den Weg da den Rücken gebrochen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber ich hoffe, dass das jetzt nicht der Death Sentence ist. Weil Ike ist jetzt down auf einen Stock, aber Snake ist auch schon. Auch schon down. Ja, es ist noch wieder auf 60 hoch. Oh, ich wollte gerade sagen, ausgeglichen, aber ne, mein, da kommt der Stock weg. Sehr schöne Conversion von Koba, muss man sagen. Wie gut ist Yoshi so? Also, wie gut betrachtet den die Smash Community? Wunderschön, Abi. Ich glaube, Yoshi im Endeffekt. Yoshi wird, glaube ich, das Endeffekt als guter Charakter, aber nicht broken gesehen im Endeffekt. Also, okay. Sehr starke Fundamentals. Oh, das wäre fast das Leben. Jetzt wird es, glaube ich, ziemlich wichtig, wer den ersten Kill kriegt, weil das genau. Dann ziemlich gut Snowball. Super spannend. Oh! Fast der Teamkill. Das war fast der Teamkill. Oh, der Spot Dodge! Ja. Come on. Jetzt hat es Anime Modus vorher. Jetzt die Frage, kann Flora jetzt wieder das Wunder verbringen, dass sie so sehr gut überleben konnte? Halt, wenn sie das so wie vorher kriegt, dann kann ich mir vorstellen, dass sie das diesmal sogar reißt. Und das Ei reflektiert mit dem Zug. Okay, sehr gut. Schön am Campen. Beide 1,5%, also das ist mehr als möglich hier den Nase. Zumindest einen Stock noch. Komm. Oh mein Gott. wie die dann nervös sind. Die Mindgames. Ja. Die Mindgames hier. Oh mein Gott, abgeschnallt. Das Ei. Das Pride Egg. Können wir nicht theoretisch. Oh! Es ist ein Pride Egg. Ja, schön. Es ist wunderschön. Der. Können wir. Die Nikita. Oh mein Gott! Die ist super, aber. Die ist echt klatsch hier in dem Set, muss man sagen. Könnte man theoretisch. Oh! Den Spike reflektiert. Oh nein! Die Nikita! Oh. Die Nikita klatscht. Oh, aber das war insane. Das war ja. Absolut insane. Ist auf jeden Fall echt wild.